tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. Hier ist wieder eure Shisha-Küche mit Leo und Henne. Ja, heute, wie ihr schon im Titel seht, ein Tabak-Review und noch was anderes. Heute haben wir für euch dabei den True Passion California Lemo. Ja, soll Zitronenbonbon Minze oder Menthol? Menthol meine ich, hat Leo gesagt, genau. Ja. Zitronenbonbon Menthol sein. Und was reviewen wir heute noch? Ja, wir haben noch den Amy Glaskopf heute am Start. Ja, können wir jetzt noch nicht ganz so viel sagen. Wir haben gerade erst angeraucht, aber sagen wir später nochmal mehr zu. Genau. Bis jetzt ist eigentlich ganz geil so. Ja. Der Schnitt, den blenden wir euch nochmal ein. Es geht, also ist jetzt nicht, ist halt True Passion Schnitt, nicht zu grob, aber auch nicht zu fein. Und vom Geruch her riecht halt schön nach Zitrone und eine leichte Mentholnote. Aber auch mehr so das Zitronenbonbon von einem 2 kann man, also das riecht man schon raus. Genau, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde das, ich finde es auch richtig geil, weil es riecht wirklich wie dieses Zitronenbonbon. Also ich mag das sehr, weil ich auch gern diese Zitronenbonbons esse so. Ja, Geruch ist auf jeden Fall sehr nice. Vom Geschmack her. Ist auf jeden Fall ein angenehmer Tabak. Also wir geben hier jetzt auf jeden Fall schon gut Hitze auf den Kopf mit dem Hotshot-Teil hier und mit der Smokebox, genau. Also der kann auf jeden Fall Hitze ab, würde ich jetzt mal sagen, direkt. Jo. Also da hatten wir schon viele Tabaksorten, die dann einfach kratzt haben gleich, direkt gekratzt haben, direkt zu warm, zu heiß waren. Ja, gar nicht. Ja, gar nicht, genau. Was kannst du noch zum Geschmack sagen so? Ja, also schmeckt auf jeden Fall das Zitronenbonbon auch raus. Und Mentholnote ist jetzt nicht, ist eigentlich, schmeckt man fast gar nicht die Mentholnote. Aber vielleicht wenn er noch ein bisschen steht, dann schmeckt man die wahrscheinlich mehr, aber so ist ganz geil. Lässt sich entspannt rauchen, drückt nicht, kratzt nicht. Genau, das muss man sagen, lässt sich wirklich entspannt rauchen, also da hatten wir schon andere Sorten, andere Geschmacksrichtungen, die auf jeden Fall nicht so geil waren. Auf jeden Fall California Lemo, True Passion, kein schlechter Tabak jetzt für den Anfang. Genau. Kommen wir nochmal zum Glaskopf, ist auf jeden Fall auch alles in der Beschreibung, in der Infobox, könnt ihr mal abchecken, wenn ihr wollt. Ich dachte, es knallt einfach mehr im Kopf, es ballert mehr oder so. Aber das ist wirklich entspannt und kann ich auch nur weiterempfehlen. Der Kopf ließ sich auch gut bauen, auch mit dem Tabak jetzt. Und ich dachte erst irgendwie, dass mehr durchfallen wird irgendwie oder so, aber gar nicht. Kopfbau haben wir euch auch schon gezeigt oder werden wir euch noch zeigen, weiß ich nicht. Der Kopf ist auf jeden Fall auch gut, meiner Meinung nach. Jo, lässt sich gut rauchen. Ja, Freunde, so wie wir es jetzt hier haben, das ist ja die Armageddon-Pfeife mit einem Martalian-Molassefänger und dem Glasi-Set, also dem Glaskopf von Amy Deluxe. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Setup, lässt sich gut rauchen und ja, können wir nur empfehlen. So, den Tabak auf jeden Fall auch, California Lemo, kann man sich gönnen, ist jetzt nichts, wo man irgendwas kritisieren kann. Also ein entspannter Zitronentabak und ja, ich würde sagen von uns, Empfehlung ist da. Jo. Ja, das wär's eigentlich auch schon wieder, Freunde, ne? Jo.
They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me they know what's best.